Sonja, erstes Mal Premiere Istria 300, du dabei und dann über 300 Kilometer gleich Platz 2. Wie fällt denn das erste Resümee aus, so kurz nach dem Rennen? Also ich muss sagen, es war total gut. Ich wusste bis gestern nicht, soll ich es wagen mit den 300, weil ich echt Sorge vor dem Cut-Off hatte und dass es dunkel wird. Ich habe gedacht, ich schaffe das gar nicht. Und dann war der Start und ich bin echt losgepäst. Also ich kannte sowas nicht, gell? So Radrennen, wo man auch überhaupt keine Pausen macht. Ich kenne nur so RTFs mit viel Essen und so. Oh, und dann hatte ich aber immer super Gruppen und es lief und lief und ich dachte mir, wow, solange es läuft, fahre ich, gell? Und dann war dieses Abbiegen und da bin ich abgebogen. Okay, jetzt ist es soweit, jetzt mache ich's. Jo, und dann war dieser Fieslingsberg, da hat es ja einmal 18% drauf zu. Da war ich dann mit einem allein und der hat mich den ganzen Weg zurück heimgezogen und oh, das war so toll. Oh, sehr emotional, muss ich sagen, die letzten Meter. Jetzt kann man sagen, dass es zwar windig war, aber grundsätzlich vom Wetter her, glaube ich, fast abgesehen vom Wind, eine großartige Werbung für den Radsport, eine großartige Werbung für Istrien. Wie fällt dein Resümee aus, wenn man sich die Landschaft so, wenn man es ein bisschen genießen kann vielleicht? Es war perfekt. Es war heute perfekt. Ich meine, das Wetter, das war der Hammer. Und mir hat wohl gestern unser Nachbar gesagt, dass irgendein Bohrer hier ist, aber der Bohrer, der war schon okay. Einmal war es ein bisschen, aber nein. Ich meine, Wind, oder? Wir sind auf dem Radl unterwegs, da darf es schon mal windig sein. Aber insgesamt. Und ich glaube, zurück hatten wir Rückenwind. Das war eh cool. Nein, es war ganz toll. Also die Landschaft ist total toll. Ich war noch nie so weit in Istrien unterwegs. Jetzt endlich habe ich es mal gesehen. Wunderschön. 300 Kilometer und trotzdem wahnsinnig viele Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die entweder 150 als kürzeste Distanz fahren, 300 die längste. Wie siehst du die Entwicklung in dem Sport? Früher hat man gesagt, 30 Kilometer mit dem Radl fast, bist schon ganz gut benannt. Heute fahren die Leute 300 Kilometer, das ist ja irre, oder? Es war echt lustig, weil wir gestern da saßen und meine Freunde, die mit dabei sind, die haben dann gesagt, sie fahren nur die 225. Und ich saß da, naja, hat auch, ich glaube, irgendwie 3700 Höhenmeter, oder? Ich meine, was heißt hier nur, gell? Nur weil es eine noch höhere gab. Ich weiß nicht, es ist schon Wahnsinn, die Entwicklung. Mich freut es total, weil es ist ein super schöner Sport. Ich muss sagen, es sind auch alle richtig super gefahren. Es war keine gefährliche Situation, nichts. Also wirklich sehr kommod, auch aufpasst und Rücksicht genommen. Ich weiß nicht, von Rennen hätte ich das jetzt gar nicht so erwartet, aber es war echt rundum total gelungen. Abschließende Frage, 8. Oktober 2022. Hast du da was vor? Könntest dich überreden lassen, dass du nochmal kommst? Also jetzt gerade habe ich, glaube ich, noch nichts vor. Nein, ich könnte mir das echt vorstellen, dass ich das nochmal mache. Das war so schön. Perfektes Abschlusswort. Dankeschön. Danke. Gratuliere dir. Super. Vielen Dank. 20 Uhr, gell? Siegerehrung.